Herzlich willkommen beim 1x1 des Adresens. Zuerst bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihr Kunstwerk vor. Legen Sie zunächst Ihre Werkzeuge zurecht. Zum Beispiel ein paar Müllsäcke, Ständer für Ihr Kunstwerk, Abdeckband, eine Wasserwaage, einen Messbecher, ein Mischgefäß, einen Stab zum Mischen, eine Spachtel, eine Einwegbürste, Einweghandschuhe, einen Butangasbrenner, Adresen, Ihr Kunstwerk natürlich und eine Box zum Abdecken des Kunstwerks. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kunstwerk trocken ist, bevor Sie das Adresen applizieren. Wenn Sie eine Leinwand bearbeiten möchten, dann empfehlen wir Ihnen, die Rückseite mit etwas Pappe zu verstärken, sodass das Adresen sich nicht in der Mitte der Leinwand ansammelt. Versiegeln Sie Materialien wie Tinte, Papier oder dergleichen, um ein Auslaufen oder eine Durchtränkung zu verhindern. Falls Sie die Seiten Ihres Kunstwerks mit Harz bearbeiten möchten, kleben Sie die Unterseite Ihres Kunstwerks ab, um eventuelle Tropfen aufzufangen. Legen Sie einen Müllsack auf eine ebene Oberfläche. Platzieren Sie Ihr Kunstwerk auf die vorgesehenen Ständer. Stellen Sie sicher, dass es gerade liegt. Um festzustellen, wie viel Adresen Sie benötigen, verwenden Sie unseren Harzdeckungsrechner auf art-resen.com/calculator. Manche Benutzer erwärmen das Harz und den Härter in einem Wasserbad, um die Luftblasen beim Abmessen zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Harz oder Härter gelangt, da es sonst trübe wird. Nachdem Sie Ihre Handschuhe angezogen haben, gießen Sie genau die gleiche Menge Harz und Härter in einen Mischbehälter. Denken Sie daran, die Flaschen wieder mit dem richtigen Deckel zu verschließen. Schwarz gehört zum Harz und Weiß zum Härter. Mischen Sie Ihr Harz- und Härtergemisch für mindestens 3 Minuten. Vergessen Sie dabei nicht, die Seiten und den Boden zu schaben, sodass sich die ganze Mischung plangemäß katalysieren und erhärten kann. Machen Sie sich keine Sorgen, falls sich beim Mischen Luftblasen bilden. Um diese kümmern wir uns im 5. Schritt. Wenn Sie das Harz und den Härter zusammen vermischt haben, dann haben Sie ca. 45 Minuten Zeit für die Verarbeitung, bevor sich das Gemisch verhärtet. Die Verarbeitungszeit verringert sich, falls die Temperatur der Mischung etwas höher ist als Ihre Zimmertemperatur. Gießen und verteilen Sie nun das Adresen nach Belieben. Falls Sie das ganze Kunstwerk beschichten möchten, dann sollten Sie in der Mitte anfangen. Verwenden Sie eine Spachtel, um die Mischung zu verteilen. Sie können auch eine Einwegbürste verwenden, falls Sie nur gewisse Stellen Ihres Kunstwerks verschönern möchten. Die Seiten können Sie mit Ihrer Einwegbürste oder Ihrer Hand bestreichen. Oder führen Sie das Gemisch ganz vorsichtig mit der Spachtel nach außen. Nach dem Verteilen des Adresens werden Luftblasen an die Oberfläche steigen. Sie können diese mit Hilfe Ihres Butangasbrenners beseitigen. Der Abstand zur Oberfläche sollte ein paar Zentimeter betragen. Des Weiteren sollten Sie den Brenner in ständiger Bewegung halten, so als ob Sie Ihre Kleidung bügeln würden. Staubpartikel oder Haare können Sie ganz einfach mit einem Zahnstocher entfernen. Decken Sie das Kunstwerk mit einer Box ab, um es vor Staub zu schützen, und lassen Sie es 24 Stunden lang ziehen. Nach ca. 24 Stunden wird Ihr Kunstwerk hart sein. Und nach 72 Stunden wird es vollkommen ausgetrocknet sein. Und vergessen Sie nicht, bei einer warmen Zimmertemperatur verringert sich die Aushärtezeit. Wischen Sie Ihre Utensilien sofort nach dem Gebrauch mit einem Küchentuch ab. Besprühen Sie diese mit Spiritus und wischen Sie diese erneut mit einem Küchentuch ab. Falls nötig, waschen Sie Ihre Hände unverzüglich mit Wasser und Seife. Falls Sie die Unterseite Ihres Kunstwerks abgedeckt haben, können Sie das Abdeckband ganz vorsichtig nach 24 Stunden wieder entfernen. Und voilà! Betrachten Sie Ihr wundervolles Kunstwerk!